Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen. Ich bin euer Theo und das ist eine weitere Ausgabe von Schwarz-Weiß. In diesem Video werfen wir einen kurzen Blick auf Boris Becker und seine Verurteilung in Großbritannien. Bleibt dran! Boris Becker steht in Großbritannien seit mehreren Wochen vor Gericht. Heute, an diesem Tag, entschied das britische Gericht und die Laienrichter über die weitere Zukunft von Boris Becker. Er muss für den Konkurs, für die Privatinsolvenz, die er 2017 angemeldet hatte, und sein Verhalten in dieser Situation für 2 Jahre ins Gefängnis. Was ist passiert? Boris Becker ging 2017 im Privatkonkurs und gab im Verfahren, im diesbezüglichen Verfahren, nicht 100% korrekte Antworten weiter. Er verheimlichte die eine oder andere Immobilie, er verheimlichte das eine oder andere Bankkonto, er verheimlichte die einen oder anderen Wertgegenstände in Form von Pokalen zum Beispiel. Die Laienrichter in Großbritannien entschieden ja in den letzten Wochen über die Schuld und Unschuld von Boris Becker. Sie kamen in den insgesamt 24 Anklagepunkten bei 4 Punkten zu dem Schluss, er sei schuldig. Die oberste Richterin fällte heute ihr Urteil. Das Urteil besagt, Boris Becker muss ins Gefängnis. Was ich hier durchaus für angemessen halte, da ich tatsächlich auch annehme, Boris Becker hat 2017 fahrlässig und in voller Absicht gehandelt. Er sah sich der Situation konfrontiert, keine finanziellen Mittel mehr zur Verfügung zu haben, nicht mehr liquide zu sein. Die logische Konsequenz dessen ist, Privatkonkurs anzumelden. Hierbei richtet sich dann die Auflage an denjenigen, der diesen Konkurs anmeldet, dieses Verfahren beansprucht, danach, wie viel Vermögen er besitzt. Und hier liegt die Krux begraben. Er hat wohl nicht alle seine Vermögenswerte angegeben. Und dementsprechend weniger an Gläubiger zurückbezahlen müssen. Und für jemanden, der so viel Geld hatte, der mit Sicherheit auch jetzt noch so viel Geld hat, ist das nicht okay. Geht diese Entscheidung, diese egoistische Entscheidung, zu Lasten aller anderen, zu Lasten derer, die Boris Becker unterstützt haben. Es gestaltete sich sogar so, dass heute im Zuge der Urteilsverkündung der Anwalt von Boris Becker noch in seinem Schlussplädoyer erwähnt hat, wie arm Boris Becker sei, wie viel Entbehrungen er nun auf sich zu nehmen hat, da er mittellos sei, da er keinen Job mehr in Aussicht hat, da er keinen Job mehr bekommen würde, da er nur mehr auf die Unterstützung und das Gutwill anderer Menschen angewiesen sei. Tja, Boris Becker hatte noch diese Woche großartig im britischen Luxus-Einkaufshaus Harrods eingekauft. Und ich denke mir, jemand, der mittellos ist, der auf das Gutwill anderer Menschen angewiesen ist, kann sich dann so einen Lebensstil wohl nicht leisten. Wenn Boris Becker die Weitsicht fehlt, im Zuge eines solchen Strafprozesses zumindest demütig solche Einkaufstouren zu unterlassen, dem traue ich auch zu, dass er im Zuge eines Konkursverfahrens nicht die Wahrheit sagt. Und das ist dann für mich ein rundes Ding. Dann, in Anbetracht der Urteilsverkündung von 2 Jahren Gefängnis, ist es angemessen. Aus meiner Sicht.
Wie seht ihr das? Da würden mich die einen oder anderen Kommentare dazu gerne interessieren. Wie geht es nun weiter mit Boris Becker? Wenn er im Gefängnis ist, kann er auf die Milde, auf die Gnade der britischen Justiz setzen, der Justizbeamten setzen, der Gefängnisinsassen, der anderen Gefängnisinsassen, da er ein weltbekannter Star ist? Ich glaube nicht. Ich glaube, Boris Becker stehen in der Tat schwere Zeiten bevor, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass es künftig einen oder so schnell einen Richter gibt, der Boris Becker vorzeitige Haftentlassung wegen guter Führung anerkennen würde und zusprechen würde. Dem müsste sich dann die Kritik gefallen lassen, er würde Promis bevorzugt behandeln. Ob die dann gerechtfertigt ist oder nicht, sei dahingestellt. Aber ich glaube nicht, dass sich hier ein Richter dem aussetzen will und wird. Somit denke ich, dass er um die 2 Jahre nicht herumkommen wird. Wie wird er bei den Gefängnisinsassen dastehen? Wie wird seine Stellung innerhalb des Gefängnisses sein? Hier denke ich, dass er sehr wohl einen gewissen Promi-Status genießen wird und wahrscheinlich so mit dem Strom mitschwimmen wird. Auf der anderen Seite könnte ich mir auch vorstellen, dass es den einen oder anderen Neider durchaus geben könnte, der ihm vermutlich nicht unbedingt wohlgesonnen ist. Ich wünsche es ihm nicht. Ich hoffe, er kann kommende Zeit oder diese Zeit, die ihm hier bevorsteht, gut überstehen und lernt etwas aus dieser Situation, diese Situation für ihn. Ich glaube auch, dass die, zumindest aus meiner Erfahrung, wo generell die Hygiene in Großbritannien ja nicht unbedingt sehr hoch angesiedelt ist, zumindest was öffentliche Toiletten und dergleichen anbelangt, stelle ich es mir nicht als angenehm vor, in einem britischen Gefängnis zu sitzen. Auch wenn ich die Tradition des britischen Essens mir ansehe, kann ich mir gut vorstellen, dass es im Gefängnis noch eine Spur schlimmer sein könnte für Boris Becker. Was werden die nächsten Schritte sein? Was wird als nächster passieren? Naja, Boris Becker und sein Anwalt werden mit Sicherheit Berufung gegen dieses Urteil erheben und eine weitere Instanz in Kauf nehmen. Sie werden sicher alles daran setzen, um eine Gefängnisstrafe abzuwenden. Was ich aus seiner Sicht ja auch verstehen kann, aber nichtsdestotrotz glaube ich, dass sämtliche Instanzen dieses heutige Gerichtsurteil auch bestätigen werden. Ich finde dies dann wiederum nur gerecht, denn ich habe schon so als Außenstehender, als jemand, der Boris Becker aus den Medien und der Boulevardpresse kennt, das Gefühl, dass sich hier eine Person mehr herausgenommen hat, als ihr zusteht. Ich gehe davon aus, dass Boris Becker für die einen oder anderen Fehler, die er gemacht hat, nicht bereit war, gerade zu stehen. Und für so jemanden finde ich es nur fair, dass er jetzt in einer Situation steht, wo er mehr oder weniger nicht aus kann und für seine Fehler schlussendlich doch gerade stehen muss. Wie seht ihr das? Wie findet ihr die Entscheidung? Wie findet ihr die Karriere von Boris Becker und seinen Umgang mit Geld, der Boulevardpresse und der Öffentlichkeit? Lasst mir hier gerne die ein oder anderen Kommentare da. Auch gerne könnt ihr ein Like und einen Daumen nach oben für dieses Video dalassen und wenn ihr den Kanal aktiv unterstützen wollt, auch ein Abonnement für diesen Kanal. Das wäre für den Kanal eine riesengroße Unterstützung und für euch nur ein oder zwei Klicks entfernt. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.